Bundesliga, Duisburg ist dabei. Diesen Satz hallte es immer wieder in der letzten Saison durch das Stadion des EV Duisburg. Und damit sollten die Fans der Füchse nicht ganz Unrecht haben. Denn nach einer sehr erfolgreichen Saison mit einer fulminanten Playoff-Runde konnte man sich gegen die Verfolger aus Frankfurt und Berlin mit insgesamt 38:1 Toren durchsetzen. Das Team spielt also ab dieser Saison in der Schülerbundesliga Gruppe D und konnte dort auch schon einen sehr soliden Start hinlegen. Mit 8 Siegen, 4 Niederlagen und einer Ausbeute von 26 Punkten belegt das Team von Headcoach Dirk Schmitz den 5. Platz. Nicht nur die strukturierten taktischen Anweisungen des Trainers, sondern auch ein mehrtägiges Trainingslager in New York hatten maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Jungfüchse. Ob die Meisterschaft in der Regionalliga und der damit verbundene Aufstieg in die Bundesliga reichen, um sich den Titel Mannschaft des Jahres zu sichern, das erfahren wir am 17. November im Theater am Marientor.